Ja, Yannick. Ja, der Mann, der das goldene Tor gemacht hat. Ich glaube, du bist wahrscheinlich überglücklich. Ja, schießt man nicht alle. Ich schieße eh nicht auf Tore, dann noch in so einem Spiel in der letzten Minute Siegtor. Wir haben es lange versucht und am Ende hat es dann doch noch geklappt. Du bist ja fast als dritter Stürmer mit nach vorne gegangen. War das so geplant oder hat sich das einfach so ergeben? Das hat sich, glaube ich, ergeben. Ich glaube, unsere Gegenspieler, die waren am Ende in der zweiten Halbzeit schon platt und dann ging nur noch nach hinten für die und nicht mehr nach vorne. Und dann habe ich es gemerkt, dass die letzten 10, 15 Minuten da bin ich dann teilweise vorne geblieben, natürlich mit der nötigen Absicherung. Wenn es nicht geht, bin ich natürlich nach hinten gegangen, aber dann. Ja, war ich am Ende vorne und glaube ich dann zur richtigen Stelle am richtigen Ort. Dann mit rechts, das ist nicht unbedingt eine Spezialität von dir eigentlich. Nee, ich hatte auf dem linken, der Winkel war ein bisschen spitz, der Weg war geblockt und dann konnte ich mich nur auf dem rechten ließen. Aber ich habe ein bisschen dran geübt und mit dem rechten kann ich mittlerweile mehr als nur stehen. Also das hat dann doch noch geklappt. Da hat sich das Training gelohnt. Ja, doch, da hat sich das Training mal gelohnt. Hast du heute als linker Verteidiger angefangen, weil sonst hast du ja meistens Innenverteidigung oder linke Seite gespielt von der Dreikette. Was macht dir denn mehr Spaß eigentlich? Boah, mehr Spaß. Ich glaube, von meinen körperlichen Gegebenheiten bin ich eher Innenverteidiger. Da brauchen wir nicht drüber herumreden. Aber ich glaube, wenn ich jetzt so die Position ausfüllen kann auf der linken Seite und der Mannschaft so helfen kann, dann spiele ich es auch gerne mit ein bisschen mehr Offensivdrang. Früher in der Erziehung habe ich auch schon mal vorne gespielt. Auch wenn vielleicht die technischen Fähigkeiten nicht so da sind. Aber ich glaube, dass ich gut hoch und runter laufen kann, gute Ausdauer habe und dann so der Mannschaft helfen kann. Und heute geht es 2-1. Ist das denn wirklich so, dass man immer noch hofft und hofft und hofft oder verzweifelt man irgendwann? Weil es waren ja doch vorher schon 3, 4, 5 Chancen da. Ja, wir hatten schon viele Chancen, hätten schon 1, 2 Tore machen können, wenn nicht sogar müssen. Und dann, aber ich glaube, auf dem Platz war der Wille bis zum Ende da und dann braucht man noch mal ein bisschen Glück am Ende, dass so einer dann in der letzten Sekunde oder letzten Minute reinfällt. Hast du nur mit dem Sieg gerechnet? Ja, auf jeden Fall. Also wenn man, glaube ich, die ganze zweite Halbzeit sieht, wir waren so am Drücker. Es war eigentlich noch eine Frage der Zeit. Die Zeit wurde ein bisschen knapper, aber dann haben wir es halt im letzten Moment gemacht. Und dann brachen alle Dämme. Ja, absolut. Ich glaube, das hat man gesehen bei den Fans, bei uns Spielen auf dem Platz. Die ganze Auswechselbank war beim Feiern mit dabei. Ich glaube, so genauso macht das auch Spaß. Aber warum habt ihr euch so schwer gedacht? Also, die Chancen waren ja da. War es für dich einfach nur Pech? Der Torwart war gut oder eine andere? Ich weiß es nicht. So, keine Ahnung. Bei manchen Tagen, vielleicht gewinnen wir hier 4-5-0 oder so oder 4-1. Ich glaube, wir haben uns eher in der ersten Halbzeit ein bisschen schwerer getan. Zweite Halbzeit haben wir so viel Druck aufgebaut, wir haben so viele Chancen erarbeitet. Und im Endeffekt, ja, daran können wir ein bisschen arbeiten, das ein bisschen konsequenter zu nutzen. Aber ich glaube, im Endeffekt, ja, war es auf jeden Fall auch vollkommen verdient einfach. Ja, kann man wohl sagen. Aber du hast auch getroffen in der ersten Halbzeit schon das 1-1. Wie war das für dich, das erste Tor hier im Preußenstadion? Oh, das war wunderschön. Ehrlich, hat richtig Spaß gemacht. Im Endeffekt bin ich jetzt noch happier, weil wir halt gewonnen haben. Aber so zu sehen, dass sich alle mitfreuen und so, auch die Mannschaftskollegen kommen auch alle an, freuen sich. Ich glaube, jeder gönnt jedem hier alles in der Mannschaft. Und von daher hat das schon sehr viel Spaß gemacht. Das ist das zweite Spiel für dich nach dem Pokalspiel. Wie findest du die Atmosphäre im Stadion? Ich glaube, das hast du vorher, glaube ich, noch nicht hier gespielt in deiner Karriere, ne? Sehr beeindruckend auf jeden Fall. Und ich glaube, halt jetzt ist gerade noch ein kleines Limit drin, wegen den Corona-Maßnahmen einfach. Ich bin mal gespannt, wie das wird, wenn das Stadion wirklich nochmal ein bisschen voller wird. Aber ich glaube, viel besser kann die Stimmung fast gar nicht werden. Also erstmal zufrieden? Absolut, glaube ich, ja. Das spielt der Pokal unter der Woche. Ist das nur eine Pflichtaufgabe? Was heißt Pflichtaufgabe? Es fängt auch wieder bei 0-0 an. Und ich glaube, so wie Wolfsburg auch, die mussten auch erstmal ein Tor gegen uns schießen. Die haben es auch erst in der 90. gemacht und dann ging es in die Verlängerung. Ich hoffe, dass wir halt so konzentriert arbeiten, wie gegen Wolfsburg, wie auch heute gegen Aachen. Und ich glaube, dass wir es dann nicht bis in die Verlängerung oder nicht in die Verlängerung müssen, wenn wir so konzentriert arbeiten, genau. Die zweite Halbzeit, ich glaube, hatten die einen Torschuss, also das war ja Wahnsinn. Wir haben ja, ich glaube, 20 Torschüsse gehabt und ich glaube, 92. Minute ist überragend. Also absolut wichtig. Merkt man schon, wie schnell die Stimmung dann noch wechseln kann, auf einmal von traurig fast, dass man nicht gewonnen hat, bis totale Euphorie. Ja, aber Trainer sagt auch immer, es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Und das hat man hier wieder gesehen. Man muss bis zum Ende kämpfen. Wir haben alle gekämpft, wir haben alles reingehauen und können uns nichts vorwerfen. Janik Borgmann noch mit rechts ein Tor, das hat er, glaube ich, auch zum ersten Mal in seinem Leben gemacht. Ja, das freut mich auch absolut für ihn. Also sich super vorbereitet, dann zieht er da auf und haut ihn da noch rein. Geil, einfach geil. Du bist immer noch. Go! Ist überragend. Also ich bin auf Platz, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, aber der Kapitän geht immer voran, ne? War es auch beim Jubeln gerade so? Nee, da konnte ich nicht mehr so weit laufen, glaube ich. Ja, war wieder so ein Herzschlagfinale. Ich glaube, für die Fans, für alle war das jetzt, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz geiles Erlebnis jetzt am Schluss. Zweite Halbzeit, glaube ich, sind wir komplett angerannt, hatten Chancen ohne Ende und dadurch war es auch hochverdient dann. War das denn einfach, war das so schwer bei Aachen? Die haben ja im Ende wirklich nur noch mit Mann und Maus verteidigt, kann man sagen. Ist das dann doppelt schwer, wenn dann einfach das Tor nicht fallen wird?
Ja, absolut. Also wenn dann die ersten zwei, drei Chancen nicht fallen, dann ist natürlich schon so ein bisschen immer ein bisschen Resignation da, aber du musst einfach dranbleiben. Also es ist Spiel, wir hatten dann immer noch 20, 15 Minuten, 10 Minuten, also wir hatten Chancen ohne Ende und dann musst du einfach dran glauben und dann haben die Fans uns noch weiterhin gepusht und ist dann natürlich ein geiles Gefühl dann. Jetzt habt ihr, am Ende musstet ihr nochmal umstellen, weil Simon musste raus. Macht das dann ein bisschen schwerer oder ist das dann einfach egal, kommt alles nach vorne am Ende? Ja, ich glaube, dann haben wir trotzdem, glaube ich, unser System weitergespielt. Wir haben unseren Fußball weitergespielt. Ich glaube, jeder wollte unbedingt gewinnen. Das ist egal, wer dann auf dem Platz steht. Und das hat dann auch am Schluss dann, glaube ich, den Ausschlag gegeben. Am Ende war es dann einfach nur noch Party pur, kann man sagen. Ja, es war natürlich geil. Das kriegst du Gänsehaut, wenn dann so ein Schuss dann letzte Minute reingeht. Ich glaube, dann ist das mit den Fans im Rücken noch was Geileres. Wie ist das so, jetzt zweites Spiel wieder mit Zuschauern, nachdem man so lange ohne Zuschauer spielen musste? Ja, also ich glaube schon beim Aufwärmen merkt man so ein bisschen, dass das eine ganz andere Anspannung ist. Du freust dich einfach einen Ticken mehr mit Fans. Ist einfach, kann man glaube ich gar nicht ganz schwer in Worte fassen, was das dann für ein ganz anderes Gefühl ist, als wenn das Stadion leer ist. Hat's gewonnen, ich denke mal, überglücklich seid ihr alle. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, hat man gemerkt in der Ekstase nach dem Tor, wie allen so eine Last von den Schultern gefallen ist. Ich glaube, wir waren drückend überlegen das ganze Spiel. Vielleicht nicht das ganze Spiel, aber vor allem die zweite Halbzeit, da haben wir, glaube ich, insgesamt 30-0 Torschüsse oder keine Ahnung wie viele. Und von daher war das am Ende dann auch völlig verdient, dass wir hier mit 3 Punkten vom Platz gehen. Jetzt musstest du kurz vor Schluss raus, so 10 Minuten, paar Minuten davor musstest du behandelt werden. War es die Verletzung oder war es einfach nur Taktik? Ja, nee, war schon die Verletzung. Also hab dann einen Schlag drauf gekriegt, Muskel direkt zugemacht, aber ja, ist jetzt nicht so schlimm. Also sollte schon nach ein bisschen Pflege die nächsten Tage, sollte das schon wieder gehen. Aber mit vor Pokal erstmal schon oder steht das noch nicht fest? Nach aktuellem Stand würde ich auch gerne spielen. Von daher müssen wir mal schauen, wie sich verhält. Hinten sind wir sowieso nicht so breit aufgestellt im Moment. Von daher, müssen wir natürlich alles dafür machen, dass ich auch Mittwoch zur Verfügung stehe. Und ob es dann für den Einsatz reicht, muss dann der Trainer entscheiden am Ende. Ja, wie gesagt, heute das erste Tor war ein ganz kurioses, das 0-1. Kannst du das nicht viel erklären? Das war eine Ecke, auf einmal war der Ball kurz im Pfosten, das darf ja eigentlich auch nicht passieren. Ja, normal darf es nicht, aber da stehen halt 5 Leute irgendwie vom Pfosten oder auf der kurzen, auf der Seite da. Und der rutscht halt irgendwie durch, so keiner weiß irgendwie genau, wo der Ball ist, weil halt so viele Beine davor sind. Und dann kriegt halt einer von Aachen den Ball ans Schienbein gefühlt und dann geht er halt rein. So, und alle denken sich, wie ging das denn? Aber ja, das ist halt in dieser Liga, fallen halt solche Tore teilweise. Ne? Und dann musst du halt zusehen, dass du da, gut mit umgehst, dass du gut wegsteckst und ich glaube, wir haben heute dann im Laufe der ersten Halbzeit schon noch mal teilweise ein bisschen zu lange überlegt und waren ein bisschen zu hektisch, weil wir uns da ein bisschen Gedanken drüber gemacht haben. Aber ja, am Ende zählt einfach nur, dass du weißt, dass du die Qualität hast, solche Spiele dann am Ende auch zu gewinnen und das gut zu wissen. Ja, auf jeden Fall. Es ist Alemannia Aachen jetzt auch keine Kirmestruppe, schon eine gute Mannschaft, auch in der Regionalliga. Wie kannst du das jetzt bewerten? Wie schätzt du die ein, Aachen? Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass gegen Gegner wie uns schon eklig zu bespielen sind auch. Es werden auch andere Teams zu spüren bekommen, aber ich glaube, es wird auch Spiele geben, wo Aachen Favorit sein wird. Da werden die sich nicht mit Mann und Maus hinten reinstellen. Deswegen werden die Top-Teams, sag ich mal, in der Liga, die werden auf eine eklige Aachener Mannschaft treffen. Und man hat heute gesehen, dass es schon schwer sein kann, die zu schlagen, wenn die so eklig auftreten wie heute. Der Trainer lächelt, das bedeutet immer, Preußen hat gut gespielt. Preußen hat sehr gut gespielt, hat es sehr lange spannend gemacht, eine unfassbare zweite Hälfte gespielt, wo wir nur auf ein Tor gespielt haben, sehr viel Druck aufgebaut haben und uns Gott sei Dank dann in der letzten Minute des Spiels mit dem Siegtor belohnt haben. Selbst wenn es nicht so passiert, kann ich der Mannschaft überhaupt gar keinen Vorwurf machen. Du kannst nicht mehr Torchancen rausspielen. Das haben wir gemacht, heute hat es sich gelohnt und bestätigt immer wieder meinen Spruch, es ist immer erst vorbei, wenn es vorbei ist. Und heute für die Zuschauer, ich glaube, richtig gutes Spiel, diese Spannung und jeder, der vorher das Stadion verlassen hat, wird sich vielleicht ein bisschen ärgern. Deshalb umso schöner, dass dann das noch so ausgegangen ist. Janik Borgmann hat das Tor gemacht, er ist aber eigentlich nur reingekommen, weil Thiel sich verletzt hatte oder in die Hand gebrochen war es, glaube ich. Oder Daumen gebrochen. War mit Thiel einen Daumen gebrochen und dafür ist dann Janik entweder als linker Innenverteidiger oder linker Außenverteidiger. Hat gegen Dortmund das ja auch schon als linker Außenverteidiger sehr gut gemacht in der Vorbereitung und wir vertrauen Janik voll und ganz und das hat er ja heute zurückgezahlt. Dass er dann am Ende quasi als dritter Mittelstürmer nach vorne geht, war nicht so geplant. Ja, natürlich war das geplant, weil er mit seiner Körpergröße, Statur und wir haben ja fast nur noch in der Hälfte von Aachen gespielt und waren da am Drücker und dann ist es halt so, dass auch ein Janik dann vorne reingeht. Aber wie er das dann gelöst hat, links, zack, angetäuscht, Haken mit rechts rein, stark. Ja, das Linkfuß mit rechts, das kann man so auch von ihm. In der Halbzeit habe ich ihm gesagt, er soll doch bitte auch mal mit rechts einfach schießen. Und ich bin froh, dass er auf mich gehört hat.
Ja, letztendlich kann man sagen, für die Zuschauer, was ich da gehört, super überhaupt, dass die Zuschauer wieder da sind. Wie wichtig ist das so für die Mannschaft auch? Ja, das ist doch für alle schön. Ich meine, so ein Erlebnis jetzt heute wieder ein Stadionerlebnis. Für die Mannschaft super, ich glaube für die Fans, die freuen sich alle und ist doch was ganz anderes hier, das ist doch Atmosphäre. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich hoffe, dass das jetzt alles so bleibt und dass da nicht nochmal irgendwelche die Regel von der Regel von der Regel wieder kommt. Also da habe ich keine Lust drauf. Obwohl wir natürlich, wir sollten Corona nicht unterschätzen, das macht ja auch keiner hier. Wir testen uns alle, wir impfen uns alle, was auch wichtig ist. Aber trotzdem, wir sollten auch wieder zurück zur Normalität kommen. Oder ist das dafür ein Plädoyer? Natürlich. Also ich meine, was willst du mehr machen? Die sind geimpft, getestet oder genesen. So, die sind alle hier im Stadion. Das heißt, sind alle gesund. Also wo ist das Problem? Ja, jetzt geht es aber wieder schon direkt weiter. Englische Wochen sind angesagt. Am Mittwoch Werl Aspe im Pokal gegen eine Mannschaft, die Kreisliga A spielt. Ist das eher undankbar oder ist das vielleicht sogar ein dankbarer Gegner? Ja, es ist Pokal. Ne? Es ist für uns ein Pflichtspiel und wir werden uns da sehr akribisch darauf vorbereiten, wie wir das immer machen. Und wir werden hier jeden Gegner, die Jungs spielen hier, wir nehmen jeden Gegner total ernst und jeder, der mich kennt, weiß das auch. Und natürlich werden wir versuchen, da etwas zu rotieren, aber muss alles erstmal gespielt werden. Ne? Hast du Informationen über die Mannschaft? Ah, nein, nicht viel, muss ich ehrlich sagen. Bin ich ganz wirklich nicht viel Informationen, aber wir müssen halt gucken, wo wir was herkriegen. Jetzt haben wir heute schon wieder zwei Spieler, konnten nicht mitspielen, Verletzung. Ist der Kader vielleicht doch ein Tacken zu klein oder versucht man es dann doch aufzubauen, jetzt da mit jungen Spielern, die jetzt zuletzt ja auch eingekommen sind? Ja, wir werden ja nochmal aktiv, ja, das ist ja klar. Trotzdem bin ich auch nicht unglücklich mit dieser Ersatzbank, die wir heute hatten, mit einem Henok Teklab, mit einem Joshua Holtby, mit einem Gerrit Wehkamp, also mit Dominik Lann, alles die Jungs, die da alles schon bewiesen haben, das sind ja richtig gute Spieler. Und Dennis Bindemann, also... Ja, dann kommt ja Manny Quattro auch bald wieder zurück. Also von der Seite ist das schon okay. Nur Claude hat das Wort nicht gespielt, aber der hat ja super gespielt, auch im Pokal, als er reingekommen ist, dann die knapp 20 Minuten, 25 Minuten. Ist das auch so das Ziel, auch vielleicht nochmal den einen oder anderen Spieler aus der A-Jugend oder U23 ranzubringen? Er kennt mich doch jetzt. Also ich glaube, mehr Spieler wie bei uns jetzt, oder wo ich jetzt schon raus, oder wo wir schon nach oben gezogen haben, die Jungs brauchen eine Perspektive und die kriegen sie in Münster. Und das ist auch unser Weg, der Preußenweg. Und Noah Claude hat sich da reingefuchst und Dennis Bindemann hat sich reingefuchst. Also die ganzen jungen Spieler, die wir jetzt hochgezogen haben, das macht schon Spaß mit den Jungs und die kriegen auch ihre Zeiten, ganz klar. Okay, alles klar. Viel Erfolg für das Spiel und jetzt das Siegerbier, ne? Trinken. Mindestens eins bzw. zwei. Gut, machen wir auch. Preußen Münster für mein Herzen.